Na los! Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Oh oh. Mord oder Blasphemie? Weder noch. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Wer kann ein Schelm sein? Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Nun gut, keine Sorge, ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldner. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Jemand hat ihr Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie hinter die Statue bringen wollen. Hier zieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Hier ist ihre Beute. Allmächtig, ich habe nichts außer meinem Glauben, aber ich brauche Hilfe. Ich bin arm. Ich habe 4 hungrige Kinder und sonst nichts. Ich flechte Körbe für den Markt, aber mein Karren ist beschädigt. Wie soll ich ihn reparieren oder zum Markt kommen? Bitte hilf mir. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir. Dein Gebet wurde erhört. Du wirst Reichtum vor deiner Tür finden, ehe du dich versiehst. Ich wusste, du erhörst mich. Jeden Morgen und jeden Abend gehöre ich dir. Alles unter meinem bescheidenen Dach in Sami ist dir geweiht. Ja, nun geh heim und warte, bis das Schicksal seinen Lauf nimmt. Das werde ich, großer Gott, das werde ich. Tja, wenn sie Geld braucht, kommt die Beute der Banditen gerade recht.
Dort sind keine Götter. Nur Banditen, die den Leuten Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen.